Herzlich willkommen im Adenauerhaus. Wir befinden uns im Privathaus des ersten Bundeskanzlers, in dem Konrad Adenauer von 1937 bis 1967 lebte. Hier fand er nicht nur Erholung vom Bonner Politikbetrieb, sondern auch Zeit und Muße über seine Politik nachzudenken. Das wollen wir heute auch tun. Dazu begrüße ich Herrn Professor Dominik Gebhardt, Professor für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung 1990 sprechen wir gemeinsam über Konrad Adenauer, über seine Kanzlerschaft, in der Deutschland geteilt war, und über Adenauers Vorstellung, wie die Deutschen eines Tages ihre Einheit wiederfinden sollten. Schauen wir zurück in das Jahr 1949. Zwei deutsche Teilstaaten sind gegründet, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Adenauer wird in der provisorischen Bundeshauptstadt Bonn zum ersten Bundeskanzler des jungen westdeutschen Teilstaates gewählt. Welchen Herausforderungen sieht sich Konrad Adenauer gegenüber? Ja, man muss sich vergegenwärtigen, in welcher Situation sich die junge Bundesrepublik äh, im Jahr 49 befand. Die Kriegsschäden waren überall noch äh, sehr sichtbar, die äh, großen Städte waren äh, weitgehend zerstört, äh, die Wirtschaft fing gerade erst wieder an äh, Fuß zu fassen, die Infrastruktur musste äh, wieder aufgebaut werden und die Bevölkerung, die deutsche Bevölkerung war Bestenfalls politisch orientierungslos, äh, apathisch auch äh, und schlimmstenfalls doch noch mit äh, beträchtlichen Sympathien äh, für den äh, untergegangenen Nationalsozialismus äh, behaftet. Äh, und in einer äh, solchen Gesellschaft, in einem solchen Gemeinwesen äh, musste Adenauer versuchen, sozusagen die Demokratie äh, zu verankern oder wieder zu verankern, die ja äh, nur eine, eine kurze äh, erste Chance gehabt hatte in der Weimarer Republik. Und ähm, man kann sagen, Adenauer hat es äh, fertiggebracht, die Deutschen äh, mit dem Gedanken zu versöhnen, dass Demokratie und politische Führung keine Gegensätze sind. Ähm, er selber hat mal nur halb im Spaß gesagt, er wäre diktatorisch nur mit starkem demokratischem Einschlag. Und das war wahrscheinlich für diese Situation eine ganz gute Kombination. Blicken wir hinaus in die damalige Welt. Sie ist geteilt in die freien Demokratien des Westens und der Führung der USA und die kommunistischen Diktaturen des sowjetischen Machtbereichs. Der Riss geht mitten durch Europa, mitten durch Deutschland. Die beiden Supermächte, USA und Sowjetunion, stehen sich im Kalten Krieg gegenüber. Welche politischen Schlüsse zieht Adenauer aus dieser weltpolitischen Lage? Man kann vielleicht sagen, das absolute Schreckszenario für Adenauer ist die Situation des Sommers Juli, August 1945, als sich die Siegermächte in Potsdam im Schloss Sizilienhof äh, trafen und über das Schicksal der Deutschen verhandelten. Also Adenauers Albtraum von Potsdam ist das Szenario, an dem andere, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, über die Deutschen ohne die Deutschen entscheiden. Und aus dieser Situation herauszukommen, muss das Bestreben äh, des ersten Bundeskanzlers sein und Adenauer ähm, Adenauers Weg äh, ist ähm, der äh, im Grunde von der äh, Situation des sich immer stärker abzeichnenden Kalten Krieges des Ost-West-Gegensatzes äh, zu profitieren. Adenauer ist einer derjenigen, die das besonders früh erkennen, dass die Anti-Hitler-Koalition nicht über das Kriegsende in Europa hinaus lange Bestand haben wird, äh, dass die westlichen Verbündeten, vor allen Dingen die USA und die Briten, auch die Franzosen, unweigerlich immer stärker mit dem ehemals östlichen Verbündeten mit der Sowjetunion in Konflikt geraten. Und dass sich daraus eine Situation für den westdeutschen Teilstaat ergibt, oder für die, für die westdeutschen ergibt, in einem eigenen Teilstaat sukzessive und im Rückblick, muss man ja sagen, relativ schnell Souveränitätsrechte wieder zu gewinnen, als Teil des westlichen Lagers in einem neuen Krieg, einem kalten Krieg gegen die Sowjetunion. Und ähm, hier äh, sieht man, dass sozusagen Adenauer aus der Position der Schwäche eigentlich ein Mittel macht, ähm, äh, im Einvernehmen, in enger Abstimmung äh, mit den äh, westlichen äh, Siegermächten, die Bundesrepublik wieder in den Kreis der zivilisierten Nationen hineinzuführen, die Deutschen in diesen Kreis zu führen. Das geht zunächst nur für die Westdeutschen in der Bundesrepublik, aber eben doch durch eine Politik des Entgegenkommens, der Vorleistung, wenn man so will, hier sukzessive Souveränitätsrechte wiederzuerlangen. Adenauer richtet die junge Bundesrepublik also ganz nach Westen aus. War die Wiederherstellung der staatlichen Einheit für Adenauer überhaupt ein Ziel? Welchen Stellenwert hatte die deutsche Einheit im politischen Denken von Konrad Adenauer? Ja, vielleicht ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, äh, biografisch, woher kommt der äh, Konrad Adenauer? Jahrgang 1876 gehört er als Katholik äh, zu der ersten Generation von Katholiken, die sozusagen in den deutschen Nationalstaat hineinwachsen, die nicht mehr in erster Linie vom Kulturkampf äh, geprägt sind. Das hat sozusagen Nachhall, ist aber für die Adenauer-Generation nicht mehr bestimmt, sondern man wächst hinein, man wächst mit äh, einem deutschen Nationalstaat auf. Und Adenauer kennt also bis zum Jahr 1945 sozusagen nur das Leben in einem deutschen Nationalstaat unter ganz unterschiedlichen politischen Systemen und Regimen. Aber das ist sozusagen für ihn das, das Vertraute und Normale. Ähm, zugleich ist er Rheinländer ähm, mit äh, sozusagen der regionalen Prägung des Rheinlandes, äh, dem Blick nach Westen, der ganz natürlich äh, von Köln und Bonn aus ist. Also von hier in Röndorf blickt man nach, nach Westen, äh, gen, gen Frankreich, gen Belgien, ähm, gen Luxemburg. Äh, und ähm, als Kölner Oberbürgermeister. Seit 1917 ist Adenauer in der Zwischenkriegszeit beispielsweise einer der ersten äh, unter denjenigen, die sagen, äh, die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den äh, Gebieten an Rhein und Ruhr und beispielsweise äh, Lothringen, äh, dem Luxemburger Raum, dem Saargebiet, das ist äh, immens wichtig. Äh, und hier im Grunde die Anfänge einer europäischen Verflechtung, einer internationalen Zusammenarbeit äh, sind dem Rheinländer Adenauer sozusagen auch in die, in die wiege gelegt oder sein, seine weltsicht wenn man so will vom kölner dom aus beinhaltet das äh, sehr stark so dass man im grunde die drei komponenten hat äh, die, das nationale äh, das regionale rheinische äh, und die europäische dimension die, glaube ich, gleichermaßen wichtig sind für Adenauer. Und das findet man dann auch letztlich in der Konzeption oder in der Frage, wie steht er zur, zur deutschen Einheit? Die ist für ihn doch sozusagen selbstverständlich und erstrebenswert, aber nicht um jeden Preis. Also der, der, die Einheit um den Preis der Freiheit um den Preis der Westbindung wäre ein zu hoher Preis für Adenauer gewesen. Und von daher ist sozusagen das, das anzustrebende Ziel, die nationale Einheit für ihn keinesfalls in Frage. Aber der Weg dahin, da ist er sicherlich flexibler als viele andere, die vielleicht auch, auch stärker sozusagen biografisch in, in östlich der Elbe beheimatet sind mit welcher Politik verfolgt Adenauer das Ziel der Einheit? Also zum einen gibt es in Adenauers eigener Partei zunächst andere Vorstellungen, also die äh, CDU, die stärker von Berlin aus denkt, Jakob Kaiser beispielsweise, haben viel stärker den Gedanken einer Brücke Deutschland als Brücke zwischen Ost und West und dann gibt es, wenn man so will, die Konzeption der Schumacher SPD. Die nicht prinzipiell gegen eine Westbindung ist, die aber sehr viel stärker sozusagen die Westbindung als, ähm, ja, als äh, Argument oder als Lockmittel äh, für, gegenüber den Westmächten einsetzen will, zunächst äh, die deutsche Einheit forciert herbeizuführen und dann ein geeintes Deutschland in irgendeiner Weise in einem westlichen Lager äh, zu verankern. Also hier, wenn Sie wollen, die Einheit äh, vor, der, vor der Westbindung. Das ist. Äh, nicht in den Endzielen anders als bei Adenauer, aber doch im Weg dahin. Es geht nicht um eine Politik sozusagen der Vorleistung des Einvernehmens, sondern der Forderungen gegenüber den, den Westmächten. Und in der Konsequenz heißt das, dass erstmals in der deutschen Geschichte die SPD die nationale Partei ist. Also die nationale Frage wird von der politischen Linken bespielt und stark gemacht. Und die Konservative, die Mitte-Rechtspartei der CDU von Konrad Adenauer ist diejenige, die sehr viel stärker äh, das nationale, europäische und westliche einhegt. Mhm. 1952 gab es ja ein überraschendes Angebot zu einer deutschen Wiedervereinigung. Stalin legte es auf den Tisch. Wie bewerten Sie das Angebot heute als Historiker? Wie hat es Adenauer damals bewertet? Und wie haben es die Westalliierten gesehen? Das Timing ist natürlich Frühjahr 1952 äh, entscheidend wichtig. Ähm, und das ist, glaube ich, auch Stalins erste Intention gewesen, ein Stolperstein äh, auf dem Weg zur Westbindung äh, der Bundesrepublik. Also der Versuch eine nationale Opposition gegen den Adenauer-Kurs in der Bundesrepublik stark zu machen, denen Munition zu geben, indem man ein Lockangebot macht eines wiedervereinigten, neutralen, entmilitarisierten Gesamtdeutschlands. Und die Erwartung ist, dass hier die Gegner des Adenauer-Kurses, ich habe es angedeutet, vielleicht in der eigenen Partei, vor allen Dingen aber unter den Sozialdemokraten, auch unter den Kommunisten in der, in der Bundesrepublik, dann mit Munition versorgt werden, um diesen, Kurs zu, zu torpedieren. Und für Adenauer ist das etwas, was von vornherein abzulehnen ist. Also ich habe es gesagt, die Einheit nicht um den Preis der Freiheit und das Ziel war, die Westbindung der Bundesrepublik nicht durch diese Lockangebote, durch diese Störmanöver gefährden zu lassen. Und insofern war er sich einig mit den Westmächten, mit den Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs, an die ja die Note gerichtet war. Die war ja gar nicht an Adenauer gerichtet, sondern an die, an die Westmächte, das zu hintertreiben und nicht zuzulassen. Wie gesagt, da war man sich auch einig, denn auch die Westmächte hatten keinerlei Interesse daran, hier ein entmilitarisiertes und neutrales Deutschland sozusagen außerhalb ihres ähm, Einflussbereiches zu sehen und damit auch ja im Grunde zu einer Lage zurückzukehren, wie man sie vor 1945 gehabt hatte, nämlich äh, einen unberechenbaren deutschen Nationalstaat, äh, von dem man eben nicht wusste, ob er nach West oder Ost äh, oder ähm, tendierte oder sozusagen auf eigene Faust Großmachtpolitik äh, äh, betrieb. Äh, und insofern äh, ist äh, die die, die dann ziemlich einvernehmlich äh, von den Westmächten und Adenauer hintertrieben oder abgelehnt worden. Interessanterweise ist der große Widerspruch gegenüber Adenauer in der Innenpolitik erst Zeitversetzt gekommen. Erst Ende der 50er Jahre kommt der Vorwurf, von Thomas Dehler aus der FDP, beispielsweise auch von Gustav Heinemann, dass hier eine Chance verpasst worden sei. Aber das ist eine große Bundestagsdebatte nächtliche, zu nächtlicher Stunde im Jahr 1958, also sechs Jahre danach, als die Westbindung, als der Deutschlandvertrag, als die, Generalver als der, die Verträge von, von Paris 1955 über die Bühne gegangen waren. Diese, dieser Vorwurf der verpassten Chance hat sich ja lange gehalten, eigentlich bis zur Wiedervereinigung oder auch noch einige Jahre darüber hinaus. Als Historiker, wie bewerten Sie auf Grundlage der Quellen, die wir heute kennen, dieses Angebot von Stalin aus dem Jahr 1952? Ich glaube, das erste Ziel für Stalin ist, ist gewesen, die Westverträge zu, zu torpedieren und hier also eine, eine nationale Opposition gegen Adenauer stark zu machen. Ob Stalin selber am Ende, wenn, die, wenn der Westen auf sein Angebot eingegangen wäre, bereit gewesen wäre, tatsächlich ein neutrales, entmilitarisiertes Gesamtdeutschland zuzulassen, darüber gehen die Meinungen immer noch auseinander. Ich glaube, dass Dali nicht ernsthaft damit gerechnet hat. Ich glaube aber auch, dass er sozusagen clever genug war, zu sagen, wenn das so kommt, spielt es mir eher in die Karten. Also, wenn wir die Errungenschaften, die sozialistischen Errungenschaften in der DDR absichern und hier unseren Fuß in, irgendwie in der Tür halten in einem Gesamtdeutschland mit einer von Moskau kontrollierten kommunistischen Partei, dann wollen wir doch mal sehen, wie sich die Dinge Entwickeln. Und da konnte er sich, wenn sich beispielsweise die USA dann aus Europa zurückziehen oder jedenfalls hinter den Rhein zurückziehen, wäre Stalin über seine Dominanz in Osteuropa und Ostmitteleuropa in die Vorhand gekommen. Von daher konnte er das, glaube ich, relativ gelassen betrachten. Es ist, glaube ich, ganz interessant zu sehen, wie das SED-Regime in Ostberlin reagiert. Auf äh, die Stalin-Note, da ist man auch gelassen. Also man hat äh, keine Panikreaktionen, dass man hier sozusagen von Stalin über die Wupper verkauft wird sozusagen. Das ist ganz anders äh, als im Jahr drauf, nach Stalins Tod, dann ähm, äh, mit dem neuen Kurs vor dem 17. Juli 1953. Da gehen die Alarmglocken bei Ulbricht äh, an. Und da hat man tatsächlich Sorge, äh, dass hier äh, die DDR äh, möglicherweise von der Sowjetunion aufgegeben werden kann. Aber im Jahr 1952 sehe ich das eigentlich nicht. 1961 errichtet die DDR in Berlin eine Mauer und schließt damit das letzte Schlupfloch in den Westen. Adenauer steht inmitten des Wahlkampfs und reist nicht nach Berlin. Was ist damals passiert? Was trieb Adenauer um? Zunächst also muss man sehen, der... Äh Gegner, gegen den er im Wahlkampf steht, ist der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, äh, der, der Sozialdemokrat. Also ein junger Hoffnungsträger der, der SPD gegenüber dem alten äh, Rheinländer Adenauer. Da ist schon sozusagen äh, eine große Spannung angelegt in diesem Wahlkampf äh, und der Mauerbau rückt auf einmal die Berlin-Frage massiv ins Zentrum dieses Wahlkampfs. Daran kann Adenauer nicht gelegen sein. Aber ich glaube, er hat auch in der Situation sozusagen seinen politischen Instinkt verloren, wie Hans-Peter Schwarz das mal gesagt hat, indem er dem berechtigten Erwarten der, der Westberliner hier sozusagen vom Bundeskanzler äh, Solidarität äh, und Zuwendung zu bekommen, nicht mit einer symbolischen Geste entsprochen hat. Also die, die Bühne überlässt er sozusagen in Westberlin tatsächlich Willy Brandt. Er kommt nicht äh, nach Berlin. Äh, und das ist, glaube ich, ein, ein taktischer Fehler gewesen, der dem Taktikfuchs Adenauer nicht besonders oft passiert ist. Aber da äh, ist er ihm äh, passiert. Es gibt staatspolitische Erwägungen, die auch eine Rolle gespielt haben. Das äh, darf man auch nicht vergessen. Äh, seit dem Khrushchev-Ultimatum vom November 58 ist die Lage um Berlin hochbrisant. Es steht im Hintergrund immer das Drohszenario eines äh, atomaren äh, Weltkrieges äh, und Adenauer äh, kann für sich in Anspruch nehmen äh, die Erwägung: Ich will das nicht als Bundeskanzler durch einen demonstrativen, provokativen Besuch in Berlin, äh, in Westberlin, noch weiter anheizen. Äh, aber äh, aufs äh, große Ganze gesehen äh, muss man schon konstatieren, dass mit dem Bau der Berliner Mauer im Grunde die adenauerische äh, Deutschland- und Ostpolitik jedenfalls kurz- und mittelfristig vor die Wand fährt. Ist Adenauers Deutschlandpolitik wirklich gescheitert? Auf dem CDU-Parteitag 1966 legt Adenauer sein Amt als erster Bundesvorsitzender der Partei nieder und zieht Bilanz. Über die deutsche Einheit sagt er, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Eines Tages wird auch Sowjetrussland einsehen, dass diese Trennung Deutschlands nicht zu seinem Vorteil ist. Wenn ein Augenblick naht, der eine günstige Gelegenheit bringt, dann dürfen wir ihn nicht ungenutzt lassen. Das liest sich wie eine Blaupause der Wiedervereinigung, die wir 1989-90 erlebt haben. Wie bewerten Sie den historischen Beitrag Konrad Adenauers? zur Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Es ist ganz interessant, wenn man sich äh, vergleicht, äh, die äh, sozusagen Einschätzung, Kommentare zum, Rückblick, äh, zum Rücktritt äh, Konrad Adenauers äh, im, im Herbst 1963 äh, und dann äh, die Kommentare oder Bewertungen 30 Jahre, knapp 30 Jahre später. Also aus der Perspektive des Jahres 63 steht insbesondere die Deutschlandpolitik in der Kritik, indem man sagt, äh, Adenauer ist sozusagen äh, eine, eine vergangene Zeit. Das führt nirgendwo mehr hin. Wir müssen neue Wege finden. Wir müssen anerkennen, dass mit einer Politik der Stärke, mit einer Politik der Konfrontation äh, gegenüber der Sowjetunion und der äh, DDR, die Adenauer ja immer nur als äh, Sowjetregime in äh, Pankow sozusagen bezeichnet hat, äh, da kommen wir nicht weiter. Und äh, Adenauer selber hat das äh, seit den äh, späten 50er Jahren auch äh, zunehmend so gesehen, dass hier die Schwierigkeiten sich auftürmten. Aber gleichzeitig kann man sagen, er hat das lange Spiel gespielt. Ähm, und äh, im Rückblick aus dem Jahr 1990 äh, wird man sozusagen dem Weitblick des Alten von Röndorf schon äh, großen Respekt äh, zumessen müssen, die, äh, dass die Konstellation, in der die Wiedervereinigung im Jahr 1990 zustande kommt, ist in der Tat ziemlich äh, genau die, die Adenauer hat äh, die Magnettheorie nicht erfunden, aber der Gedanke, äh, der westliche Teilstaat, der, die Bundesrepublik muss so prosperierend, so demokratisch, äh, so wohlhabend und stark werden, dass letztlich äh, die, die östliche Seite äh, sagt, da wollen wir auch hin, äh, und dass äh, die Sowjetunion irgendwann äh, das Interesse verliert, die äh, Deutschen äh, im Ostteil äh, weiter gegen ihren Willen einzusperren, äh, und dass dann auf lange Sicht doch der nationale Zusammenhalt äh, so stark ist, dass es eben aus dieser Position der Stärke heraus zu einer Wiedervereinigung äh, kommen kann. Und man kann im Rückblick sagen, das ist ja gerade noch mal gut gegangen im Jahr 1990. Also die nationalen Bindekräfte wären wahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit erhalten geblieben. Die, die Zeit der Trennung hat sich natürlich in den Köpfen niedergeschlagen und hier also auch mentale Auseinanderentwicklungen, gesellschaftliche Auseinanderentwicklungen bewirkt, die nicht auf alle Ewigkeit sozusagen erträglich gewesen wären. Aber im Jahr 89, 90 ist es noch sozusagen stark genug in den Köpfen vor allen Dingen der Ostdeutschen, aber auch der Westdeutschen in, in einer Zahl, die groß genug war, um hier ähm, die Wiedervereinigung dann auch als einen großen Erfolg und eine Freude für unser Volk empfinden zu lassen. Adenauers Politik der Westbildung ist erfolgreich, doch sie vertieft zugleich die Teilung. Eine Wiedervereinigung rückt in weite Ferne. War Adenauers politischer Kurs in den 1950er Jahren unumstritten? Welche alternativen politischen Konzepte lagen auf dem Tisch? Also der Grundgedanke ist, das westliche Gesellschaftsmodell, Menschenbild, Wirtschaftskraft ist dem Osten überlegen. Und langfristig wird sich dieses überlegene Gesellschaftsmodell, das überlegene Politikmodell äh, durchsetzen. Ähm, Zugleich äh, operiert Adenauer ja, wie gesagt, von einer Position der Schwäche ähm, gegenüber äh, den Westmächten. Er hat die deutsche Frage, ist etwas, wo die Deutschen gar nicht das letzte Wort drüber sprechen können. Das liegt in der Hand äh, der Siegermächte des äh, Zweiten Weltkriegs. Das ist äh, sozusagen der Vorbehalt, unter dem das alles steht. Das heißt, der Handlungsspielraum, den Adenauer in dieser Frage hat, äh, ist relativ begrenzt. Was er machen kann, ist sich zu bemühen, diese Frage offen zu halten, dass sie eben nicht über die Köpfe der Deutschen hinweg ein für alle Mal entschieden wird. Und das Instrumentarium, das da zur Verfügung steht, ist vor allen Dingen ein rechtliches Instrumentarium. Das ist der Grund, warum die Adenauer Ära... Äh, auch eine große Ära der, der Juristen ist. Ähm, Adenauers engste Vertraute äh, kommen aus dem äh, Bereich der, der Jurisprudenz. Walter Hallstein ist Rechtsprofessor, ähm, Wilhelm Greve ebenfalls. Äh, und die ähm, rechtlichen Vehikel, die sie entwickeln, also die Rechtsnachfolge des äh, Deutschen Reiches, die von der Bundesrepublik angetreten worden ist, der Alleinvertretungsanspruch, die sogenannte Hallstein-Doktrin, äh, auch der Friedensvertragsvorbehalt, all das sind sozusagen die, 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 äh, das Handwerkszeug des Schwachen, das rechtliche Instrumentarium, mit dem die äh, Siegermächte auf, darauf festgelegt werden sollen, im Interesse der Deutschen äh, zu handeln. Und letztlich ist es das, was dann auch 1990 mit dem 2 plus 4 Vertrag zum Tragen kommt. Also, äh, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise die britische Premierministerin eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben will, äh, aber doch äh, mit dem Faktum konfrontiert wird, dass sich die britische Regierung äh, seit den 50er Jahren immer wieder dafür ausgesprochen hat und sich auch vertraglich dazu verpflichtet hat, dann ist das ein, ja, eine Konstruktion, die auf die lange Sicht eben aufgegangen ist. Lieber Herr Geppert, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.